Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu GTA 5 Online. Mit einer Landung in First Person. Wir wollen aber zum Titan. Zum Titanflugzeug. Und das ist da hinten irgendwo. Und jetzt schauen wir mal, ob wir einen Titan finden. Hier spawnt er gerne mal. Okay. Triebwerk läuft noch. Oh Mann, mach mal die Knarre, die mir so gefällt. Nee, die gefällt mir nicht. Die gefällt mir eigentlich schon, aber die ist nicht optimal. Was ist denn das für ein Schrott? Ah, endlich. Meine geliebte Billigknarre. Ich lieb dich. Das meine ich wörtlich. Ah, wieder ein Orgasmus der Gefühle. Ups, ich nehme mir noch auf. So, jetzt laufe ich doch mal wieder zum Chat. Zum anderen Chat. Weil Titan, der erscheint hier gar nicht. Was ich ein bisschen schade finde. Aber naja. Da vorne ist ein Schamal. Und zu diesem Schamal, oder wie das heißt, ich weiß nicht. Müsste eigentlich Schamal heißen, oder? Genau, bin ich mir nicht sicher. Ist doch egal, wie es heißt. Ist auf jeden Fall ein Chat. Mit dem kann man auf jeden Fall fliegen. Und da gibt es einen kleinen Fehler, das hat Rockstar Games noch nicht hinbekommen. Aber ich denke mal, das wird nicht lange dauern, bis der Fehler behoben ist. Und zwar sind es die Hände. Nee, jetzt nicht. Wartet mal. Ich zeige euch mal diesen Fehler. Der ist mir nämlich aufgefallen. Da hat Rockstar Games geschlampt. Und ich meine, wirklich geschlampt. So. Genau. Ich mache hier kreisende Bewegungen. Und jetzt achtet mal auf den Steuerknüppel. Ah, warte. Jetzt. Ah, fuck. Also, ich weiß nicht, wie sie den Steuerknüppel hält. Komisch ein bisschen. Aber naja. Rockstar Games wird das auf jeden Fall hinbekommen. So. Aber das ist natürlich das, was Rockstar wieder gut gemacht hat. Diese wunderbaren Animationen. Wie heißt das? Animation? Anime. Nennen wir es mal Anime. Die gute Anime. Die guten Animationen. Genau, das Wort habe ich gesucht. Sind natürlich top. Absolut top. Da kann man nichts sagen. Es ist ein unglaublich guter Shooter geworden. Mein Fazit zu GTA 5 First Person, also bisher First Person, so GTA 5, Hammer. Also die Waffen sind unglaublich geil gemacht. Das ist ein absoluter Pluspunkt. Die First Person Perspektive in den Autos, absolut Hammer. Absolut dufte, absolut geil. First Person, einfach absolut Hammer. Egal, was für eine Waffe man in der Hand hat, ob es jetzt sowas ist oder sowas, das ist absolut geil gemacht. Nur der einzigste Nachteil, und das ist wirklich der einzigste Nachteil, ist eben diese First-Person-Perspektive im Flugzeug. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Flugzeugen auch so ist, dass diese Hände da nicht synchron oder besser gesagt am Steuerknüppel fest sind. Das finde ich ein bisschen komisch. Und jetzt finde ich auch ein bisschen komisch, dass die Bullen jetzt gerade nicht auf mich schießen. Ich denke, das nutze ich. Ah doch, die haben mich ja getötet gehabt. Oh boah, ich habe Alzheimer. Ich habe Alzheimer. Moin, moin. Und ab in die Menge hier. Bam, bam, bam. Mit der BD-Knarre. Yo, und ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der PlayStation 4. Yo, wenn du noch kein GTA 5 hast und eine PS4 oder so, oder noch keine PS4 hast, aber GTA 5 schon haben willst, ja, dann kannst du es bei mir auch kaufen, Amazon.
ich habe zu viel bezahlt für mein Spiel. Finde ich ein bisschen kacke. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass dieses Amazon billiger ist. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich bei irgendeinem anderen YouTuber das Spiel gekauft bei Amazon. Aber ich habe das nicht verstanden, bis ich dann mal auf dieses Partnerprogramm aufmerksam geworden bin. Dann erstmal Amazon die Preise angeguckt habe und gesagt habe, hey, what the fuck? Warum gehe ich noch in den Laden? Ich kaufe lieber bei Amazon, das ist auch viel billiger. So. Okay, haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Tugelscom auf der PlayStation 4. Ciao.